Hallöchen, ihr Lieben, es wurde sich gewünscht und hier ist er, ein kleiner ein kleiner Drogerie-Einkauf. Ich komme um das Wort Haul einfach nicht drum rum, verdammt. Jedenfalls, ich war bei Müller einkaufen und ich war bei DM einkaufen. Es sind mehr oder weniger, ja, so Pflegesachen dabei, es ist Kosmetik ein bisschen dabei, also generell ist der Einkauf ein bisschen unspektakulär ausgefallen. Ich habe auch nicht alles auf einmal gekauft. Also die DM-Sachen habe ich jetzt vor kurzem gekauft. Bei Müller war ich, glaube ich, zwei, dreimal drin, um was zu kaufen in den vergangenen Wochen. Das zeige ich euch aber jetzt alles. Fangen wir einfach mal mit den Müller-Sachen an. Da habe ich mir einmal von Escada eins der letzten Turquoise Summer Parfüms gekauft. Das ist noch eingeschweißt, deswegen zeige ich euch jetzt den Flakon mal nicht. Ihr werdet den bestimmt im Laden schon mal gesehen haben. Der ist natürlich jetzt dadurch, dass es Winter ist, runtergesetzt auf, ich glaube, 26 Euro. Das ist jetzt die 30 ml Größe. Ich liebe die Escada Sommerdüfte, heiß und innig. Ich hole sie mir immer, allerdings schleiche ich den ganzen Sommer drum herum. So, gibt es das aus, gibt es nicht aus, brauchst du es nicht. Und das von jemandem, der 28 Euro für eine Kerze ausgibt, ne? Eigentlich total sinnlos. Jedenfalls warte ich meistens ab, bis es runtergesetzt ist und dann kaufe ich es mir. Das hier tue ich jetzt erstmal weg, da ich aktuell genügend Parfüms habe, die ich benutze. Vielleicht mache ich da irgendwann mal eine Empties oder was ich gerade für Parfüms benutze. Wenn ich das in Verwendung habe, dann seht ihr auch den Flakon. Dann habe ich mir von Catrice Nude Illusion Make-up in der Farbe Nummer 10 Nude Ivory nachgekauft. Das andere ist Fuchikowski, also leer. Und ich glaube, ich habe für dieses Video den allerletzten Lebenshauch dieses Make-ups rausgepresst. Lieb ich heiß und innig, sehr, sehr schön, gutes Tragegefühl. Ich benutze es eigentlich ständig, wenn ich mich denn schminke. Und kann ich auch nur weiterempfehlen. Das ist die hellste Nuance aktuell davon. Dann habe ich gekauft, und zwar die nächsten drei Produkte, die ich euch zeige, findet ihr, glaube ich, nur in Drogerien Müller, wo große Catrice-Theken sind. Also in den kleinen Catrice-Theken sind die nicht drin, meine ich. Also zumindest eins davon nicht. Und zwar ist das das neue von Catrice Highlighting Eyeshadow. Das ist natürlich mit der Krüppelhand richtig ätzend. Der sieht so aus. Den trage ich auch aktuell hier. Ich weiß nicht, ob man es da so schimmern sieht. Und ich habe mir den gekauft, da ich ja den Fokus auf meinem Blog dieses Jahr vermehrt auf Looks legen möchte und werde. Ich blende euch hier unten mal den Link zu meinem Blog ein und ihr findet auch oben bei dem i, verlinke ich euch mal meinen letzten Look. Das ist nämlich ein Look zu Disneys Ursula, der Meerhexe aus Ariel. Ich habe da bei einer Blogparade mitgemacht und wir haben das Thema Ursula gehabt. Meine Interpretation der jungen Ursula inklusive kleiner Background-Story, die ich mir ausgedacht habe, findet ihr dort auf dem Blog. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Eben mit der Werbung fertig geworden jetzt. Weiter geht's mit zwei anderen. Das sind neue Lidschatten und zwar die Glam Fusion Powder to Gel Eyeshadows. Sieht man natürlich durch das Blenden jetzt nicht. Das eine ist Nummer 10, Jon Snow's Favorite. Sieht so aus. Das ist so ein cremefarbener, cremiger, beigiger Lidschatten. Angeblich soll es halt so einen geligen Look geben. Ich habe beide Lidschatten gerade auch auf den Augen drauf. Und nur vom ersten Eindruck her muss ich ehrlich sagen, dass es nicht für mich nicht sonderlich gelig aussieht. Und vom Verblenden her war ich jetzt auch nicht begeistert. Da muss ich aber mal ein bisschen mehr ausprobieren. Jedenfalls sieht der so aus. Auf dem Arm swatchen kann ich den jetzt nicht oder auf der Hand. Da gibt's. So sieht der aus. Und der nächste, den ich habe, ist ebenfalls Glam Fusion. Das ist die Nummer 50. Hashtag. Und der sieht so aus. Das ist so ein, ja, graubrauner Lidschatten. Und genau dasselbe wie bei dem anderen auch. Also ich hatte ein bisschen Probleme beim Auftrag, beziehungsweise habe festgestellt, dass diese beiden Lidschatten sich bei mir am besten mit dem Finger haben auftragen lassen. Auf dem Pinsel, weiß ich nicht, kam nicht wirklich was auf die Borsten drauf. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Muss ich aber gucken, ich plane einen Blogbeitrag dazu, werde den noch ein bisschen ausprobieren und werde den dann da beschreiben. Und die anderen beiden Sachen, die ich bei Müller gekauft habe, nee, das ist hier DM, Entschuldigung, waren, jetzt muss ich schon mal schauen, genau. Das waren einmal, weil ich ja aktuell den Gips habe. Übrigens ist das eine Schiene. Ich habe
Dieser Sehnentunnel vom Daumen in den Arm rein, der ist bei mir etwas verengt und entzündet. Ich habe das jetzt schon seit mittlerweile, ja, wenn ihr das seht, schon fast 3 Wochen. Und jetzt, heute ist Mittwoch, das heißt, jetzt gestern werde ich meinen nächsten Arzttermin gehabt haben. Hoffentlich nächste Woche ohne Gips oder, ja, keine Ahnung, mal schauen. Jedenfalls habe ich mir deswegen elastische Mullbinden geholt, weil ich den Gips wieder befestigen musste und umwickeln musste. Bin allerdings damit nicht zufrieden. Es hat leider seinen Zweck nicht erfüllt. Die sind, so sehen die aus, sehr, sehr dünn. Die eignen sich natürlich für normale Wunden, aber hierfür halt nicht. Und weil mir mein Pflastertape ausgegangen ist, habe ich mir nochmal hier so eine Rolle Pflaster gekauft. Pflaster ist nicht wie im allgemeinen Denken oder Glauben, diese Dinger, die man so auf die Wunden drauf macht, sondern Pflaster ist eigentlich das Klebeband. So, habe ich vor einer ganzen Weile mal gelernt, jetzt habe ich mal geklugscheißert. Ich habe mich hier aber vergriffen, habe irgendwie das Breite genommen, anstatt das Schmale, was ich sonst immer habe. Aber gut, kann man eigentlich immer gebrauchen. Ist vor allen Dingen sehr gut, wenn man Wunden abdecken muss, die irgendwo auf einer glatten Oberfläche sind. Und ich mache das halt meistens da, wo ich meine Abszessprobleme habe, damit das nochmal schön befestigt wird, weil das ansonsten auf der Haut so schlecht haftet. Gerade auf narbigem Gewebe haften normale Pflaster sehr schlecht manchmal. Weiter geht's mit meinen DM-Einkäufen. Da bleiben wir gleich mal bei dem Abbinden des Armes. Da habe ich mir die dauerelastische Bandage von das Gesunde Plus von DM gekauft. Das ist hier so eine rote. Und die ist tatsächlich ziemlich elastisch. Allerdings, weswegen ich mir die geholt habe und die bevorzuge, ist diese normalen Mullbinden. Wenn ihr so Pflasterstrips habt, um sowas zu befestigen, zum Beispiel, weil ihr hier gerade das Handgelenk einbinden müsst, wenn ihr die abmacht, dann reißt das komplett ein. Ist viel zu dünn. Und hier drauf haftet das ganz gut. Und ich kann das halt auch abmachen und habe gar keine Probleme damit. Es ist schön elastisch, ist sehr bequem auf der Haut. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr das braucht. Ist natürlich für Sportler eigentlich eher gedacht, aber gut. Ja. So, das nächste sind drei Klingen für den Drei-Klingen-Rasierer Balea Men 10 Ersatzklingen. Ich benutze inzwischen viel, viel lieber einen Männerrasierer als diese Einmalrasierer, weil das einfach für mich hautschonender ist und ich habe den Eindruck, die funktionieren einfach besser. Ich glaube, die letzten Klingen waren irgendwie 4 Klingen oder so. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, das passt jetzt auf den Balea-Rasierer, den ich habe, drauf. Jedenfalls habe ich mir die gekauft. Preise müsste ich mal gucken. Falls ich die Preise, den Kassenbon noch irgendwo habe, ich muss gucken, setze ich euch die Preise unten in die Infobox rein. Falls ihr die da nicht findet, dann habe ich den Zettel leider weggeworfen. Tut mir furchtbar sorry. Aber teuer sind die nicht. Die waren, glaube ich, jetzt 5 Euro oder so. Als nächstes habe ich mir gekauft von Babylove Reinigungswattepads. Und nein, ich habe kein Baby neuerdings. Da habe ich euch nichts verschwiegen. Ich benutze die sehr gerne, um unter meinem BH-Bügel das ein bisschen abzupolstern. Ich benutze die aber auch, um mich abzuschminken oder mein Gesichtswasser aufzutragen, weil das, ich weiß nicht, besser ein so ein großes als 4, 5 von diesen runden Wattepads, die sowieso ja schnell schmutzig sind. Also da habe ich viel mehr von. Ich habe für eine ganze Weile von Müller genau solche Produkte benutzt, genau solche Pads. Die von Müller, die sind aber sehr, sehr fusselig. Also ich habe jedes Mal, wenn ich dann abends den BH gelüftet habe und hier dieses abpolsternde Reinigungswattepad darunter weggenommen habe, musste ich mir immer die ganzen Fusseln wegkratzen, weil das ja, war eine reine Katastrophe. Die hier finde ich super, kann ich sehr empfehlen, egal ob zum Abschminken, Abpolstern oder wofür auch immer. Und als nächstes kommt dann noch ebenfalls Balea der zarte Reinigungsschaum. Den habe ich euch schon mal vorgestellt. Beziehungsweise da gibt es eine Review zu. Da gibt es einen Vergleich mit dem Avène-Reinigungsschaum, den ich normalerweise benutze. Ich brauchte aber ganz dringend Reinigungsschaum für mein Gesicht und war zu faul, irgendwie die nächste Apotheke zu suchen. Deswegen habe ich jetzt mal auf das Balea-Produkt zurückgegriffen. Ist eigentlich auch sehr gut. Ist eigentlich eine ganz gute Alternative zu den Avène-Reinigungsschaum, den ich persönlich sehr liebe. Und ja, den habe ich mir zweimal gekauft. Einer davon ist aber bei meinem Freund verblieben, damit ich jetzt nicht immer alles hin und her schleppen muss. Dann habe ich mir was gekauft, was ja, relativ neu rausgekommen ist bei DM, und zwar von Balea Micellenreinigungswasser. Wirksame Reinigung für Gesicht, Augen und Lippen mit Hamameliswasser für Mischhaut und sensible Haut. Habe ich mir mal geholt. Ich habe zwar noch mein Micellenwasser von Avène, was ich sehr, sehr gerne verwende, und jetzt mal ganz ehrlich unter uns, Micellenwasser ist jetzt keine riesige Innovation. Es ist ein sehr, sehr guter
das Reinigungsmittel fürs Gesicht. Ich persönlich schwör drauf, aber so gehypt, wie das eine ganze Weile war, finde ich das so besonders ist das jetzt auch nicht. Hier bin ich halt gespannt. Ich habe gedacht, ich probiere das mal aus, kann da vielleicht auch mal eine Review zu machen. Jetzt will ich mal gucken, ob es schnuppert. Eigentlich riecht es jetzt aktuell nach nichts. Ich habe aber eben hier wieder Tat- und Kerzenvideo gemacht, das heißt, meine Nase streikt ein bisschen. Aber hat jetzt so keinen großen Eigengeruch. Oder wenn, dann ist der so dezent, dass meine olle Kerzennase das gar nicht mehr mitbekommt. Hat, glaube ich, auch so um die 3 Euro gekostet. Ich muss noch mal schauen. Wie gesagt, Preise unten, wenn ich sie finde. Und dann, da war ich überrascht, weil ich glaube, das ist im Rahmen der PR-Info so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Es gibt zudem auch Micellenreinigungstücher von Balea. Die habe ich mir auch geholt, weil ich wieder Swatch-Tücher brauche. Ich bin ja, wie ihr wisst, schon ganz lange von den Gesichtsreinigungstüchern weg und benutze die eigentlich nur noch, um Swatches zu entfernen, wenn ich Fotos für den Blog mache oder wie auch immer. Und das hier ist auch wirksame Reinigung für Gesicht, Augen und Lippen mit sanftem Micellenwasser und für sensible Haut. Hat keinen Alkohol und kein Öl enthalten. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil das ist der erste Packen Reinigungstücher von Balea, die ich mir seit der ganzen Misere damals gekauft habe, wo Balea auf die Parabene verzichtet hat in den Reinigungstüchern. Seitdem habe ich kein einziges mehr davon angefasst, weil seit die diese Umstellung hatten, war ich sowas von unzufrieden. Und ich habe davor ganz, ganz lange diese Reinigungstücher für, ich glaube, normale bis Mischhaut verwendet. Die in einem rosa Packen sind das, glaube ich. Und dann sind die halt parabenfrei geworden, weil ja immer diese Riesenpanik ist von wegen Parabene und Silikone und ach ja, ne, wir starten mal einen Shitstorm oder so, keine Ahnung. Und seitdem muss ich sagen, sind die Reinigungstücher rein nach Schrott geworden. Also hat mir gar nicht mehr gefallen. Ich habe mir die Augen wund geschubbert, um irgendwas mal abzukriegen. Seitdem habe ich die gar nicht mehr verwendet. In dem Rahmen ist auch damals mein großer Reinigungstüchertest entstanden, wo ich Teil 1 und 2 euch mal unten verlinke, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt oder falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Und jedenfalls bin ich mal gespannt, wie die sind. Mal gucken. Dadurch, dass die halt nur für Swatches sind, habe ich auch keine großen Erwartungen. Und das letzte, was ich gekauft habe, das ist Tee. Und zwar ist das einer, den ich sehr, sehr, sehr gerne mag, von Teekanne, persischer Granatapfel. Den habe ich mir zweimal gekauft. Einmal für zu Hause und einmal für die Arbeit. Ich bin jetzt an und für sich kein Teetrinker. Im Moment zische ich eher Kaffee weg, ohne Ende. Weil ich irgendwie auch dauermüde bin und zu spät ins Bett komme. Allerdings mache ich das gerne so, dass ich mir so einen Tee mache und dann lasse ich den abkühlen und trinke den kalt. Das ist super, 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 super lecker. Und gerade bei der Arbeit mache ich das im Moment sehr oft, damit ich halt genügend Flüssigkeit zu mir nehme, weil ich ständig vergesse, irgendwie Wasser zu trinken. Und so Sachen mit Geschmack, die gehen bei mir einfach besser, die trinke ich eher. Auch wenn ich mir so ein Wasser hier zu Hause mache mit so einem Getränkesirup oder irgendwie so ein Mischsaft oder sowas, dann trinke ich das eher als reines Wasser. Und damit ich zwischendurch nicht vergesse, was zu trinken, mache ich mir dann die etwas gesündere Variante, nämlich Tee. Und ja, das war soweit auch schon mein Einkauf. Es ist, wie ihr seht, relativ unspektakulär, also nicht wirklich viel und nicht viel Besonderes. Ich habe auch ganz oft so ein bisschen geguckt durch die Theken und bei den LEs, die so raus sind, bei Catrice oder Essence. Ja gut, Essence gucke ich eher weniger, aber Catrice zum Beispiel. Da ist im Moment für mich so nichts Interessantes mehr dabei gewesen. Also irgendwie habe ich den Eindruck, es wiederholt sich sehr vieles. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr auch der Meinung seid oder ob ich mich jetzt komplett irre. Aber dementsprechend wenig habe ich gekauft. Und es ist natürlich auch so dadurch, dass ich halt viele, viele Kerzensachen kaufe, dass ich so ein bisschen, was die Kosmetik angeht, zurückschraube. Ich habe tonnenweise hier Kosmetik, also wirklich brauchen tue ich nichts. Also wenn ich mir Kosmetik kaufe, dann eher, weil es etwas ist, was ich nachkaufen muss, wie die Foundation, oder weil es etwas ist, was ich wirklich noch nicht habe oder einfach brauche oder wo ich so neugierig bin, wie hier bei den beiden schon enttäuschenden Catrice-Lidschatten, wo ich die einfach mal ausprobieren will. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, guten Appetit und gute Nacht und wann auch immer ihr das guckt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!